Auch.
So, okay. Could I ask for your attention, please? Okay. Ja, willkommen zurück, alle. Welcome you all. Jetzt geht es um den letzten Block der Veranstaltung. Ich habe leider einige Ankündigungen zu machen, die vielleicht nicht so angenehm sind, weil ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Also zunächst mal, leider ist Jasper Middendorp verhindert. Der musste leider auf dem Weg hierhin umkehren wegen einem familiären Notfall. Das heißt, der Retro-Gaming-Vortrag fällt leider aus. Ich habe mich auch sehr gefreut und wir hoffen, dass wir den dann am nächsten PyJam nachholen können. Aber da steht man leider nicht drüber. Er war schon auf dem Weg hierhin aus Amsterdam und musste leider umkehren. Also sorry dafür. Das zweite ist, Tobias Hübner, der erste Vortragende, hatte ja hinten sowohl Hardware als auch so ein paar Demo-Broschüren ausgelegt. Da stand auch bei, dass es nur zu Vorführungszwecken wäre. Falls also von den Broschüren noch zu Vorführungszwecken irgendwo etwas rumschwirrt, das bitte auch zurückbringen danach, weil das ist etwas weniger geworden. Also bitte das auch zurückbringen. Bringen oder geben, legen. Und der dritte Punkt sind die Starter-Kits, die Starter-Sets, die hier auch im Vorfeld der Veranstaltung zu bestellen waren. Da sind einige noch nicht abgeholt worden, also die Bitte, die Starter-Sets abzuholen. Falls das nicht getan wird, sind die sozusagen wieder auf dem freien Markt und auch käuflich zu erwerben. Ich glaube, 16 Euro kostet eins. Da ist auch ein Display drin und so weiter. Und also First Come, First Serve danach beim Essen, beziehungsweise beim Organisationsstand hinten, gibt es also auch noch die Starter-Sets. In diesem Zusammenhang sei auch noch hingewiesen, auf der Webseite gibt es auch ein Tutorial und weitere Informationen zu den Starter-Kits und auch die Projekte, die beim ersten und zweiten PyJam damit gemacht wurden, sind da ausführlich dokumentiert. Insofern, also wer da reinschnuppern möchte und möglichst zeitnah, kann sich natürlich jetzt so ein Starter-Set abgreifen und hat damit alles Nötige, um die Projekte dann auch nachzubauen und damit rumzuspielen. Okay, und jetzt zum eigentlichen letzten Block. Wie gesagt, leider mit einem Vortrag weniger, aber die beiden Vorträge, die jetzt kommen, die unisono von Professor Sturm hier von der Universität Trier gehalten werden, sind auch äußerst hörenswert und werden das wohl ausgleichen. Der erste eigentliche Vortrag, wenn man so möchte, ist betitelt Headless. Und da geht es darum, dass man den Pi ja auch gerne benutzen möchte mit Serverfunktionalität und nicht unbedingt immer mit den quasi angeschlossenen Peripherals wie jetzt USB-Tastatur oder Maus. Und da geht es dann wirklich tatsächlich darum, wie man den Remote betreiben kann. Das ist nicht ganz straightforward, deswegen ist der Vortrag besonders interessant und ich denke, die meisten, die mit dem Pi rumspielen und den auch verwenden, werden das wirklich zu schätzen wissen. Und im Anschluss daran gibt es einen kleinen Ausblick auf das PyTurn-Projekt. Das ist ein Projekt, was im Prinzip auf den Segelturn nächstes Jahr hinarbeitet. Da geht es darum, den Raspberry Pi zur Steuerung von Segelbooten
zu verwenden, die dann quasi mit Ziel 2014 halt eine Regatta gegeneinander fahren. Also autonomes Bootfahren mit Raspberry Pi. Und da gibt's dann auch was Schönes zu gucken dann. Gut, dann vielleicht kurz nochmal auf Englisch die wichtigsten zwei Sachen. So, for those of you who had a look at the demo material from Tobias Hübner, there were some of those leaflets missing, so that was really just for demonstration purposes. So please return that to the table. Unfortunately, the retro gaming workshop, due to a family emergency, had to be cancelled. We hope to have that at the next PyGem. And just very briefly, the next two talks are, one is about using the Pi headless, in a sense that you don't use peripherals, but just use a remote. And as this is non-trivial, this will be certainly an interesting talk for all of you. And finally, there will be an outlook on this Pi Cruise project, which is about autonomic boating, sailboating, using the Raspberry Pi for navigation. And now pass on to Professor Sturm. And yeah, enjoy. So, der hilft nicht. Geht so besser? Einen wunderschönen guten Abend. Ich muss das Mikrofon so halten, damit mich jeder hört. Ich hoffe, ich kann die ganzen Erwartungen erfüllen, die der Jean da jetzt erzählt hat. Eigentlich ist das wahrscheinlich kein Vortrag, der auch nur annähernd mit Retro-Gaming gleichziehen könnte. Und auch sonst dürfte ich schweren Stand gegenüber Pizzen, leuchtenden Dioden und all den anderen Dingen haben. Nichtsdestotrotz wollte ich einfach ein bisschen meine Erlebnisse erzählen, die darauf hinzielen, einen Computer, speziell den Raspberry Pi, headless zu verwenden. Das heißt, ohne viele Dinge. Wir sehen hier den Raspberry Pi. Der hat diverse Anschlüsse. Da gibt es ein paar, die gelten für mich als verbotenes Terrain. Auf die darf ich nicht zugreifen. Das ist zum einen unten der HDMI-Anschluss. Der ist für mich tabu, nix, weil ich keinen Monitor habe oder Bildschirm, um ihn schön zu verwenden. Genauso darf ich auch dieses schlechtere Videosignal und auch das Audio nicht verwenden. Der Rest ist erlaubt. Ja, aber ich habe meinen PC. Mein Notebook, über den möchte ich darauf zugreifen, eventuell dann von weiter draußen. Und es geht in diesem Vortrag darum, wie kommt man dran, wenn man nichts hat. Ja, man macht ihn an, er bekommt Strom, man sieht die LEDs eventuell und erkennt, dass da was in Ordnung ist. Man sieht vielleicht an dem WLAN-Pöppel, dass er Funkverbindungen hat. Aber wo ist er eigentlich? Wo ist mein PC? Und im Vortrag geht es halt darum, da ein bisschen Licht anzumachen, wie man da dran kommt. Also, gucken wir uns das Bild nochmal an. Dann geht es darum, wie komme ich über Ethernet an meinen Raspberry Pi dran? Wie komme ich über USB in verschiedenen Spielarten an meinen Raspberry Pi dran? Oder noch etwas technischer über diese GPIO-Leiste? Und über alle drei Dinge wollte ich ein bisschen was erzählen. Und das ist jetzt keine perfekte Lösung. Manches davon läuft bei mir, manches läuft noch nicht. Ich verrate Ihnen das nicht, was läuft und was nicht, aber vielleicht gibt es auch andere, die dann Erkenntnis oder Erfahrung haben, wie man das alternativ machen könnte. Und dann wäre das ganz schön, wenn wir darüber diskutieren könnten, dann könnte ich das entsprechend hinzufügen. Mal eine Frage in den Raum, gibt es schon Leute, die den Raspberry Pi headless verwenden? Oh ja, also dann werden viele antworten, alles klar. Wer davon macht es über Ethernet? Das sind fast alle, gell? Okay, lassen wir uns überraschen. Also die Idee dahinter ist, wir stecken so ein Ethernet-Kabel dran und wollen dann auf den Pi zugreifen. Das klappt relativ gut, sogar von Natur aus. Er hat die entsprechenden Vorkehrungen schon getroffen. Das sieht man im Primär in diesem ETC Network Interfaces File. Da gibt es dann verschiedene Einträge, einmal für dieses Loopback-Device und dann halt der drahtbasierte Auto ETH0 steht da typischerweise drin. Das bedeutet, dass der Anschluss beim Booten automatisch konfiguriert und benutzbar gemacht werden soll. Und dann steht halt dieses Interface, das über ETH0 geht, soll zumindest was IPv4 angeht, das ist dieses Ethernet hier, per DHCP angesteuert werden. Und das hat zur Folge, dass der Raspberry Pi in dem Moment, wo er gebootet ist und darüber hinausgelaufen ist, eine IP-Adresse zugewiesen bekommt, wenn in dem Netzwerk, wo er angeschlossen ist, halt auch tatsächlich ein DHCP-Server vorhanden ist. Das ist auch ganz okay, aber wo ist er? Ja? Wo ist mein Pi?
Wie greift man darauf zu? Wer würde mir da einen Vorschlag machen? Wie finden Sie MPI? Übers ARP-Protokoll, genau. Das, oh, gute Idee, muss ich mir noch hinzufügen. Okay, alles klar, da kommen wir dann später zu. Ganz hinten ist auch noch ein Vorschlag. Mit was? Ah, okay, Nmap zu, danke. Ich gebe Ihnen nachher die 5 Euro, ja. So könnte man es auch machen. Ja, also wenn man in einem Netzwerk ist, wo man noch nie drin gewesen ist, könnte man mit Nmap seinen Rechner schon suchen gehen. Das ist ein einfaches Tool, Network, Map, ja, Scanner, den kann ich quasi für jede Plattform, glaube ich, installieren. Das gibt es zumindest für Windows, für macOS und natürlich für jedes Unix. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Wenn Sie es relativ schnell wissen wollen, dann können Sie eine der beiden Varianten verwenden. Wenn man Ihnen headless zugreifen möchte, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich über SSH drauf zugreife. Und dann gucke ich einfach in diesem zweiten Fall direkt nur auf den Port 22. Und dieses minus groß P, klein N bedeutet, dass ich also den Test, ob der Rechner überhaupt on ist, weglasse und einfach unterstelle, er funktioniert und dann ist dieser Scan relativ schnell durch. Also es dauert dann vielleicht mal 20 Sekunden bei einem halbwegs kleinen Netzwerk. Ja, also das ist so ein Home-Netzwerk, wie ich zu Hause verwende. Das Nmap auf größeren Netzen dauert dann ein bisschen länger. Das klappt nicht immer. Insbesondere wenn man, da waren wir jetzt noch nicht, bei WLAN ist genau dasselbe, der steckt dann auch irgendwo im Internet und ich muss seine IP-Adresse rausbekommen, kann ich auch Nmap machen, aber da dieses Netzwerk nicht von mir betrieben wird, könnte das unter Umständen etwas härtere Konsequenzen haben. Also wenn ich zu intensiv auf fremden Netzen rumscanne, dann könnten die Betreiber dieses Netzes der Meinung sein, das ist ein böser Bub. Das bin ich natürlich überhaupt nicht, sieht man, ja, bin ein ganz lieber Mensch, aber das ist, den Nachrichten halt nicht anzusehen. Von daher könnte es da etwas komplizierter sein und dann kommt so ein Python-Skript oder irgendeine andere Art von Software, die auf dem Pi installiert ist, sodass, wenn er Internetverbindung hat, er sich irgendwo meldet oder auf andere Art und Weise nach draußen dringen lässt, über welche IP-Adresse er zugreifbar ist, ganz hilfreich. Wobei das auch noch überdacht werden muss, wenn es gibt halt viele Private Networks und häufig ist der Pi halt dann bei mir zu Hause oder bei einem Freund in einem Private Network und dann ist er von dieser Adresse unter Umständen so einfach von ganz draußen Netz erreicht. Okay, so ein Network-Scan sieht dann so aus, das kennt jeder. Das wäre dann das Ergebnis, wenn ich das zweite eingegeben habe, also minus PN, minus P22 auf meinem Netzwerk zu Hause und dann findet man ihn früher oder später, ich glaube genau da, wo er dann ist, habe ich es nicht gemacht. Der Trick, wenn da jetzt die Liste zu groß ist und ich nicht das finde, was ich haben möchte, ist, dass man den Scan zuerst mal macht, ohne dass der Pi eingeschaltet ist. Und dann macht man dasselbe Spiel nochmal. Aber die Idee mit dem ARP-Cache-Abfragen ist natürlich viel geschickter. Ja? Also von daher werde ich die Folien korrigieren, damit wir das beim nächsten Mal auch wissen. Okay. In bekannten Umgebungen kann ich dem Pi natürlich auch eine feste Adresse zuweisen. Wer das noch nicht betrachtet hat, sollte sich auch mal diese Datei einfach anschauen. Und dort, wo ich halt statt iPhase ETH0 INET DHCP gestanden, da schreibe ich jetzt einfach static hin und gebe so minimal mal diese drei Adressen an, was das Gateway, was ist meine Adresse und die Netzmaske. Und dann kann ich sicher sein, ihn über diese Adresse zu erreichen. Dann brauche ich auch kein Nmap machen, dann weiß ich ja genau, wo er steht. Gut. Da kann man, aber das ist jetzt eigentlich nicht Gegenstand dieses Vortrags, sehr viel machen mit dieser Datei. Es gibt Möglichkeiten, da Remappings zu machen, also verschiedene Adressen anzugeben und dann über das entsprechende IFAP ETH0 gleich irgendwas festzulegen, wo man dahin möchte. Das bringt mir aber natürlich wenig, wenn er headless ist, weil dann habe ich keine Tastatur, um das einzugeben. Also brauche ich wieder irgendeine Art Skript, um diese Konfiguration machen zu können. Okay, kommen wir mal zum WLAN. WLAN bedeutet, ich stecke zum Beispiel von Edimax oder irgendeiner anderen Firma so einen kleinen USB-Stick da rein und boote den Rechner und hoffe, dass dann das Ganze auch von außen zugreifbar ist. Das ist nicht ganz so leicht, weil wir, also nicht ganz so leicht im Sinne von DHCP über drahtbasiertes Ethernet, weil wir halt eine ganze Menge an zusätzlichen Informationen angeben müssen. Wir brauchen die SSID, damit er sich in dem entsprechenden WLAN einloggen kann, wir brauchen Passwort, wie verschlüsselt werden soll und so weiter und so fort.
Da gibt es, wenn man ein Notebook hat oder einen Rechner, ein Pi mit einem Terminal, eine ganze Menge von Möglichkeiten am Desktop was zu machen oder im GUI. Aber wir sind ja headless. Ja, also wir haben starke Einschränkungen, was unseren Kopf angeht. Deswegen können wir das alle nicht machen. Ich weiß nicht, ob es Leute hier gibt, die das finden. Naja. Gut, also ist wieder die ETC Nerd Network Interfaces, bei der das Ganze beginnt. Da fügt man dann halt noch so einen Eintrag ein für das Wireless LAN. Erlaubt zum Beispiel Hotplug, das bedeutet, dass man im laufenden Betrieb den Stick rein und raus machen kann und theoretisch müssten die entsprechenden Treiber geladen und entladen werden. Meine Erfahrung beim Pi zeigt, dass da aber relativ viel schief geht, weil alle Funktionen an einem speziellen Chip hängen. Und wenn man was rauszieht, dann ist das für ihn so eine Art Reset und fängt Ganze wieder von vorne an. Das heißt, TCP-Verbindungen gehen verloren und all das andere. Also ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, also besser lieber im ausgeschalteten Zustand machen und dann verwenden. Wir wollen nicht, dass die IF-Dienste direkt die Konfiguration vornehmen. Was wir dafür verwenden, ist dann dieses WPA, das uns mithilfe dieses Supplicant-Tools erlaubt, diese ganze Registrierung bei Wireless Networks durchzuführen. Das Supplicant bedeutet im Englischen der Bittsteller oder aber derjenige, der das Formular ausfüllt. Also gibt es einen entsprechenden Daemon, der ein entsprechendes Supplicant-File durchliest und dort alle notwendigen Informationen findet, um den Rechner bei einem drahtlosen Netz anzumelden. Wo sich dieses File befindet, steht genau da. Ja, und dann muss man da hingehen und den Kram eintippen, den man so braucht, um eine drahtlose Verbindung herzustellen. Der obere Teil bleibt fest. Da gibt man primär erstmal eine Adresse an, wo die Endpunkte angelegt werden sollen, um dann auf diese Kommunikationsschnittstelle zugreifen zu können und welche Permissions die praktisch haben soll. Und dann kommt, ich habe jetzt hier nur eins hingemacht, einfach eine beliebige Folge von Network-Einträgen mit geschweiften Klammern, wo man jeweils den ganzen Block an Informationen angeben kann, wie man in ein bestimmtes drahtloses Netz sich einmeldet. Also man gibt die SSID an, da gebe ich Ihnen natürlich nicht meine an und das Passwort sollten Sie besser auch selber wählen. Aber dazwischen geben Sie dann so verschiedene Argumente an, mal mehr, mal weniger. In dem Fall ist es eher weniger. Hier der Eintrag Scan SSID bedeutet, wenn der 1 ist, dass es ein Hidden Wireless LAN ist. Das heißt, das broadcastet seine SSID-Adresse nicht und dann sucht er die entsprechend. Normalerweise macht er das nicht. Und dann steht weiter unten, wie halt mit den ganzen Schlüsseln und Verschlüsselungsdiensten umgegangen wird. So, können mehrere Einträge drinstehen, also in so einem größeren Fall können dann viele, viele Network-Schleifen untereinander liegen. Die Strategie ist eigentlich die, dass der WPA-Supplikant arbeitet diese Datei ab, einen Netzwerkeintrag nach dem anderen und in dem Moment, wo er sich auf diese Art und Weise mit dem Netz verbinden kann, hat er die Verbindung hergestellt. Ich habe die Möglichkeit, über ein sogenanntes Priority in vielen, vielen Einträgen auch Gruppen von WLAN-Verbindungen anzugeben, sodass ich relativ feingranular festlegen kann, mit welchem Netz er sich zuerst und als zweites und als drittes, wenn die entsprechenden anderen gefehlt haben, verbindet. Man muss da relativ viel üben am Anfang mal, insbesondere wenn es so ein paar garstige Netze sind, aber mit der Zeit kommt man dann eine Datei, die einem das Leben etwas leichter macht. Dummerweise stehen da ziemlich viele Passwörter drin, deswegen sollte man die ganz vorsichtig behandeln. Also zumindest mal nur eigene Leserechte drauf geben, den anderen das Ganze verbieten und auch den Rechner auf diese Art und Weise nicht zu freizügig anderen in die Hand geben, weil die kämen dann auch da dran. So, da sind, wie wir das hier sehen, so eine Reihe von Angaben eventuell zu machen, wobei es wahrscheinlich gar nicht so ungeschickt ist, erstmal mit so wenig wie möglich anzufangen und zu gucken, ob er es schafft, die Verbindung herzustellen. Der Supplicant hat diverse Default-Verhalten und die dürften in den meisten Fällen klappen. Wenn da aber irgendein Problem ist, kann man sich auch Informationen darüber geben lassen, welche WLANs sind überhaupt da. Das Kommando dazu heißt, kann man das oben lesen, IWList-Scanning. Das muss man mit Root-Rechten ausführen und der guckt dann alle Netze, die er erreichen kann und gibt die Informationen aus, die dazu verfügbar sind. Und da sehen wir halt relativ weit unten, welche Kryptographie-Algorithmen verwendet werden, dieses CCMP oder PSK und das könnte mir dann helfen, die entsprechenden Einträge im WPA-Supplicant-File anzugeben. Okay. Selbes Spiel wieder, wo ist mein Pi? Ja, also dann fängt es wieder an, ich muss ein Endnet machen.
In anderen Fällen unter Umständen natürlich eine andere Strategie. Wenn ich zum Beispiel mich hier jetzt in dem Edoroam anmelde, dann ist das ein recht großer Adressraum. Ich muss tausend von Adressen scannen. Und wie finde ich da mein Pi raus? Also da wäre so ein Python-Skript oder was anderes definitiv dann der Weisheit nächster Schritt. Wo ist mein Pi? Die Dinger würde man dann zum Beispiel, wenn man das ein bisschen allgemeiner angeht, einen Jump-Host nennen. Wenn ich also einen Rechner habe, der eine feste IP-Adresse hat oder der über eine dynamische IP-Adresse zugreifbar ist, dann bei mir zu Hause sitzt und hinter dem Firewall oder dem Router so konfiguriert werden kann, dass bestimmte Nachrichten an ihn weitergeleitet werden, dann habe ich die Möglichkeit von meinem SSH, von meinem Pi, der kopflos irgendwo in der Welt rumdümpelt, eine SSH-Tunnelverbindung zu diesem Jump-Host aufzubauen und dort bin ich dann über eine bestimmte Portnummer in der Lage, eine SSH-Verbindung zu ihm herzustellen und darauf zuzugreifen. Ja, das ist dann das Schickste, dann brauche ich noch nicht mal mehr in meiner Mailbox nachgucken, sondern ich connecte mich über SSH auf diesen Port, auf dem mir bekannten Jump-Host und schon stecke ich in meinem Headless Pi, wo auch immer er sich. Das hat insbesondere den Vorteil, wenn er im Private Network hinter so einer NAT-Schnittstelle steckt, dass man dann damit etwas Glück braucht. Okay, wenn all diese Netzwerkgeschichten nicht funktionieren, gibt es noch eine recht archaische Strategie, die, weil sie aber archaisch ist, mir unheimlich gut gefällt. Das ist auch die, die immer funktioniert, solange man nicht bestimmte Pins auf dem Pi belegt hat. Das wäre die serielle Konsole. Also gerade für Unix-Leute das Schönste, was man sich vorstellen kann. Da braucht man gar kein Netzwerk und gar nichts und trotzdem kann man mit dem Pi machen, was man will. Kostet leider ein paar Euro, weil man ein bisschen Hardware mehr braucht als sonst. Zumindest hat die bei mir vorher, bevor ich Pis hatte, noch nicht in den Zimmern rumgelegen. Das ist so ein spezielles Ding. Wir sehen es auf der linken Seite. Das sieht auf der einen Seite aus wie USB, weil USB ist halt heute der serielle Standard schlechthin. Und auf der anderen Seite haben wir so ein paar komische Kabel, 4 Stück genau, die in die GPIO-Ports reinstecken. Dort gibt es Anschlüsse für Masse, Stromversorgung und halt 2 Stück für die serielle Konsole. Das UART-Interface, die sind schnell gefunden und dann kann man auf den Pi zugreifen. Gucken wir uns mal etwas genauer an, das sind halt diese 4 Punkte. Und wenn Ihnen das noch nicht genau genug ist, dann haben wir noch ein Diagramm, damit wir exakt wissen, welches Kabel wo reingesteckt werden soll. Ja? So ein USB-to-Serial-Adapter, den kriegen Sie für 3, 4 Euro bei Amazon und wo auch immer. Und dann ist die Welt in Ordnung. Wenn man da genauer reinschaut, steckt da sowas drin im Detail. Das kann man auch kaufen, dann kann man das Ganze selber zusammenstöppeln. Das ist ein sogenannter Pegelkonverter, der die 5 Volt, die in USB verwendet werden, oder zumindest die nicht 3,3 Volt, die der Pi verwendet, abbildet auf die Spannung, die im Pi notwendig ist. Das ist wichtig. Wenn Sie da nicht achtpassen, das haben wir schon ein paar Mal gehabt heute, kann es zumindest sein, dass der Pi kaputt geht. Ja? Der Pegelkonverter ist einfach bedient. Man sieht hier, da ist der 3-Volt-Anschluss, Ground, in der Mitte ist Transmit-Data und Receive-Data und darüber schließe ich ihn an und kann ihn verwenden. Das heißt, ich stecke das eine Ding in mein Notebook hier und dann habe ich hier den Pi und dann kann ich auf ihn zugreifen. Aber wie? Ja, es ist wieder alles dunkel. Wo ist mein Pi? In diesem Fall, wo ist die Konsole? Das ist aber gar nicht so schwer. Die Konsole ist ja über einen USB-Stecker angeschlossen und wenn ich halt weiß, welches USB-Device hinter diesem Ding steckt, dann kann ich darauf zugreifen. Dafür gibt es auch wieder Argumente oder Tools. LSUSB listet mir die USB-Tools auf und dann sehe ich, ob zumindest der Serial-Pegel-Converter zugreifbar ist, über den ich überhaupt darauf zugreifen möchte. Das hängt teilweise vom Betriebssystem ab. Der hier drin ist, der wird zum Beispiel von meinem macOS nicht erkannt. Ich müsste noch einen speziellen Treiber installieren, damit er das machen kann. Aber das habe ich mir dann einfach etwas leichter gemacht und habe einfach eine virtuelle Debian-Maschine aufgesetzt und verbinde das USB damit und dann kann ich da direkt drauf zugreifen. Wenn ich das /dev/USB-TTY irgendwas kenne, über das diese serielle Konsole angeschlossen ist, dann kann ich darauf zugreifen. Ich brauche nur noch einen seriellen Terminal-Emulator. Und so einer der gängigsten im Unix-Umfeld ist Minicom. Dem muss man sagen, mit welcher Baudrate man kommuniziert. Das ist wahrscheinlich was, was die meisten gar nicht mehr wissen. Also die Anzahl der Bits pro Sekunde. Zum Glück müssen wir nicht sagen, wie viele Daten, Stop-Bits und so weiter und welches Parity wir haben. Das klappt ganz gut. Und dann muss man last but not least das Device angeben, über den das Ganze zugreifbar ist. USB 0 ist das bei mir und wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen das mal kurz.
Da ist sie nämlich jetzt schon, die Konsole. Wenn Sie das von Anfang eingegeben haben, sehen Sie alles, was der Rechner macht und können dann über Ihren Rechner, aber Moment, Maus, wo bist du? Hier ist sie. So. Jetzt bin ich hier drin. Ja, jetzt kann ich meinen Rechner anschauen und kann gucken, ob ich auch auf andere Art und Weise mit diesem Rechner verbunden bin. In dem Fall nicht mehr. Ja, vorhin ging es noch, aber jetzt geht es nicht mehr. Okay. Ich denke mal, das ist eben klar. Ja. Ihre Folie. So, das waren so die drei zentralen Zugänge. Was man auch machen kann, wenn man dann noch ein bisschen experimentiert ist, dass man aus dem Pi einen Server macht, headless, sodass er mir die Möglichkeit gibt, direkt auf ihn zuzugreifen. Also er quasi die Landebahn und die Leuchten und alle Informationen mir übergibt, damit ich direkt auf ihn zugreifen kann. Sieht dann komplex etwas zum Beispiel so aus. Also wir hätten den Pi, der hat einen WLAN-Anschluss, aber statt dass er einen WLAN-Client realisiert, ist es ein WLAN-Server. Also er fungiert auch als DHCP-Server und als Access Point. Also er hat dieselbe Funktion wie diese blauen Kästen da hinten in der Ecke, die es erlauben, beliebigen Clients mit einem WLAN-Interface auf ihn zuzugreifen. Er kann eine eigene SSID definieren, er sagt, wie verschlüsselt werden soll und so weiter und so fort. Und dann kann ich ihn direkt verwenden. Ja? Was man da beachten muss, wenn man das vorhat, dann sollte man vorher erst gucken, ob das WLAN-Dongle, das man verwendet, masterfähig ist, denn viele können es nicht. Also das Edimax, das ich mir zuerst gekauft habe, kann das nicht. Also 5 Euro umsonst ausgegeben. Man braucht einen anderen, der diese Eigenschaften hat, die Funktion eines Access Points zu übernehmen. Aber der Ralink RT5370 kostet auch 5 Euro, wäre so ein Beispiel. Der hat insbesondere eine große Antenne noch dabei, sodass er so richtig schön als Access Point tatsächlich verwendet werden kann. Die Konfiguration geht im Wesentlichen einmal über die Standard-Files. Und dann kann man im Internet auch nachgucken, das habe ich noch nicht umgesetzt, wie man den dann konfiguriert. Dafür ist dieser Daemon Host AP als Access Point zuständig. Man muss dann meistens noch die Network Address Translation über die IP-Tables konfigurieren, aber auch das ist nicht so kompliziert dank Unix. Und last but not least braucht man mit dem Pi dann natürlich auch einen DHCP-Server, der IP-Adressen vergibt. Da ist dieses UDHCP-D für Daemon auch ein recht weit verbreitetes Programmlein. Wer das mal ausprobieren möchte, wie gesagt, ich bin gerade dabei, kann es Ihnen aber noch nicht fertig zeigen, der sei auf diesen Link verwiesen, dann kann man da entsprechend drauf zugreifen. Die Idee dahinter ist, ich kann mich dann direkt einloggen, ich muss einfach nur meiner WLAN-Karte auf dem Notebook einmal gesagt haben, was ist das Wireless Network, das er realisiert, und dann logge ich mich ein und mache die Spielereien, die ich halt mit ihm vorhabe. Das können Serverfunktionen sein, was der Jean schon angesprochen hat, aber was mich eher interessiert ist, mit dem rumzuspielen, LEDs zum Leuchten zu bringen und viele andere Hardware-Spielereien zu machen, ohne dass ich immer ein HDMI-Kabel, einen Monitor und weiß der Teufel was alles mitschleppen muss, um seine Funktionen auszuprobieren. Ja, und da wäre natürlich die serielle Konsole ganz in Ordnung oder aber halt so ein autonomer Pi, der direkt als Server fungiert. Der würde dann in der einfachsten Fassung überhaupt nicht ins Internet gehen. Wenn Sie auch das noch haben wollen, dann müssten Sie ihn entweder über ein Wired Ethernet anschließen und da kann er natürlich DHCP in die Richtung machen und als Client fungieren und dann routet er alles weiter, das würde funktionieren. Ich vermute auch, da wir 2 USB-Anschlüsse haben, dass wir theoretisch auch 2 WLANs machen können, einmal eins, wo wir Access Points sind und einmal eins, wo wir Client sind. Aber wenn die Sticks oder die Antennen zu nah beieinander sind, könnte das halt eine ganze Reihe von Problemen geben. Also wird man das über USB verlängern oder sowas. Aber das ist spekuliert. Keine Ahnung. Okay. An der Stelle, da will ich hin, da kann ich ihn am schönsten verwenden für das, was ich vorhabe. Ja, also das geht natürlich nicht für alle Fälle. Aber wenn ich ihn einfach als Plattform nehmen möchte, um möglichst viel mit ihm zu spielen, dann bin ich ganz glücklich. Da ist auch die serielle Konsole ganz in Ordnung. Aber wenn ich die serielle Konsole habe, dann, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, vermutlich nicht, aber Sie haben die Bilder gesehen. Stimmt ja, ich habe ja da Bilder. Dann sehen Sie, das Ding belegt mir teilweise den GPIO-Port. Und wenn ich den für was anderes brauche, um mit irgendwelchen Hardware-Spielereien rumzuzaubern, dann wird das ein bisschen knapp. Ein so ein Ding könnte, sorry,
könnte, eins von denen könnte das Pi-Face sein, vielleicht dem haben Sie schon mal gehört, oder irgendeine Art von Pi-Shield, das man oben drauf machen kann, um dann irgendwelche Spielereien zu tun. Und deswegen komme ich natürlich jetzt wieder ein bisschen ab von meinem Ziel, dass ich ein Headless Pi habe. Ich will jetzt ein Pi mit einem kleinen Head. Ja? Also kann sich jeder vorstellen. Und das ist das, was im Moment in der Planung ist und so gut wie läuft. Ich habe so ein Pi-Face oben drauf gestöppelt. Das geht hier in diesen GPIO-Port rein, verwendet aber nur einen Bruchteil der Anschlüsse. Das haben die eigentlich auch relativ blöd gemacht, weil die Lötpunkte hören hier auf und es wäre eigentlich schön, wenn da wieder so ein Head drauf kommt, der den GPIO-Port durchschleift, sodass ich die anderen IO-Ausgänge in einer übergeordneten Ebene noch verwenden könnte. Ist ein bisschen dumm gemacht, weil wenn der Pi-Face drauf ist, dann sind meine UART-Anschlüsse weg und ich kann die überhaupt nicht verwenden. Das heißt, es ist wieder wichtig, dass ich ihn entweder über ein Ethernet oder über ein WLAN zugreife. Aber der Pi-Face hat zum Beispiel links 4 Taster und oben 8 Leuchtdioden. Und im Moment schreibe ich halt ein Programm, das es mir erlaubt, über den ersten Taster das Interface auszuwählen, über den zweiten Taster das wievielte Byte von der IP-Adresse es ist und diverse Luxus-Features, die ich hier nicht verrate. Und dann erscheint oben im Binär die jeweilige Information. Ja? Das erfüllt mehrere Zwecke. Zum einen sehen Sie die IP-Adresse mit minimalstem Aufwand. Und wenn mir das Pi-Face zu kompliziert ist, dann könnte ich dieses Ding von, könnte ich doch nehmen, oder? Das hat 8 Leuchtdiodenausgänge, aber sind, kann man die frei programmieren? Da, dieses Beispiel, was wir da mit dem Keycard gesehen haben. Ja, also da könnte ich noch was Kleineres machen, dann habe ich was wahrscheinlich mit ein paar Leuchtdioden und so weiter, habe ich jede IP-Adresse, die der Pi im Moment verwendet hat, definitiv dargestellt. Außerdem hält es mich mental fit, denn es würde die IP-Adresse in Einheiten zu 8-Bit binär ausgeben und ich muss das dezimal umrechnen, damit ich entsprechend SSH-Adresse blablabla eingeben kann. Ja? Also es ist genau was für mein Alter, um sich mit dieser Sache hin weiterhin auseinanderzusetzen. Wie gesagt, das funktioniert. Das könnte man auf diese Art und Weise machen, aber es gibt viele andere Sachen. So mehr als Spaß gemeint, vorgestern bei Kickstarter gesehen, gibt ein Pi-Shield, das können Sie auch. Wir sehen es oben links oder links, da ist auch wieder der GPIO-Anschluss dran, das können Sie draufstoppeln und dann haben Sie coole 216 weiße LEDs, die Sie alle einzeln ansteuern können. Da können Sie natürlich auch die IP-Adresse angeben, ja? Aber halt vielleicht noch viel, viel mehr, ja? Also Lauflicht und weiß der Teufel was. Oder Taschenlampe. Das ist mal eine ganz andere Nutzung für den Pi-Face. Er verbraucht wenig Strom. Wir haben 216 weiße LEDs. Also ich glaube, das Ding macht schon ganz schön hell. Also ich habe es mal bestellt, dauert aber September, bis ich es habe. Also erzähle ich Ihnen vielleicht auf dem nächsten Pi and More, dass wir die interne Raumbeleuchtung nicht mehr brauchen, wenn jeder dieses Shield hat. Okay, wer da auch mitmachen möchte, der kann diese verkürzte Adresse da angeben. Ist ganz so teuer, sind glaube ich $30 oder sowas. Und dann kann man damit rumspielen. Okay. Diverse Skripte, ArpCache haben wir gesehen. Hat noch ein anderer jemand? Ja? Morsecode. Ja, das ist auch eine gute Idee. Brauchen wir noch weniger? Da ich früher mal als Pfadfinder mich sehr intensiv mit Morsezeichen auseinandergesetzt habe, müsste ich eventuell diese verstaubten Neuronen auch wieder aktivieren können, um darauf zuzugreifen. Aber es dürfte definitiv schwieriger werden, als sie von ein paar LEDs abzulesen, die IP-Adresse. Aber Sie haben Verstand, worum es geht. Also mit minimalem Aufwand auf einem Pi eine Möglichkeit zu bekommen, um seine angeschlossenen Interfaces abzufragen. Okay, mit minimalen Interfaces und nahezu Headless Devices will ich meinen Vortrag, also zumindest den ersten Teil, der Rest ist aber nicht sonderlich lang, abschließen. Will Ihnen nur sagen, ich bin nicht der Erste, der darüber nachgedacht hat. Microsoft hat auch schon so eine Konsole entworfen. Mit den drei wichtigsten Tastern, die man für Windows braucht. Braucht man heute gar nicht mehr, aber früher war das schon gar nicht so schlecht. Ja. Okay, damit wäre der große Vortrag zu Ende. Haben Sie noch irgendeine Frage? Hat es Ihnen was geholfen? Wenn nicht, haben Sie Pech gehabt. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. ArpCache, Python mag ich nicht so, aber mal gucken, ob ich das mit dem Skript auch mache. Okay, also, ja?
Ja. Ist okay. Super. Also es gibt Möglichkeiten, quasi eine Netzwerkverbindung über USB aufzubauen. Dafür brauchen Sie aber ein spezielles USB-Kabel. Das hat Logik zwischendrin und dann könnte man das auch machen, ja. Aber ich glaube, die sind gar nicht so billig. Aber ist auch noch eine Möglichkeit auf jeden Fall, ja. Noch ein Vorschlag? Ja? Ja, lieber. Die Leases vom DHCP-Server, kann man da immer drauf zugreifen? Ja, aber es, okay, sehe ich ein. Wobei die Lösung sollte so allgemein wie möglich sein. Das heißt, wenn ich WLAN-Verbindung auch in einem fremden Netzwerk habe, wie Eduroam-Konsorten, dann kann ich vermutlich die DHCP-Leases nicht auslesen. Okay. Aha. Okay. Ah. Okay, das klingt auch gut. Alles klar. Also ich habe genügend Material, um das eventuell in der zweiten Fassung später auch nochmal vorzustellen, wenn ein Bedürfnis dafür da ist. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht bin ich der Einzige. Nee, stimmt, ich war nicht der Einzige. Es waren Einzige, die ein Headless. Es gab viele Headless-Leute. Okay, also. Gut, noch ein Vorschlag? Sprachausgabe? Ja, okay, gut. Alles klar. Wie würden Sie es nennen? Piri? Ah, das ist auch eine gute Idee. Also idealerweise UKW irgendwas, so parallel zu SWR3, Big FM und Konsorten. Dann hier ist der neueste Radiosender Pi Live mit der IP-Adresse 177.133.52.88. Super Idee, ja. Wobei ich selten ein Radio mit mir rumtrage, dort wo ich mit dem Pi rumexperimentiere. Aber die Idee klingt klasse. Ja, also Sprachausgabe oder Radio, das werden wir als nächstes machen. Okay, dann wäre ich mit dem Vortrag zu Ende und würde einfach die Gelegenheit nochmal nutzen, dieses Thema, das schon immer mal wieder in dem Pi and More-Treffen angeklungen ist, kurz zu aktualisieren. Es hat jetzt mittlerweile einen Namen. Wir hatten das, glaube ich, beim vorletzten oder letzten Mal schon angesprochen, dass wir mit der Nikolaus-Koch-Stiftung zusammen da ein paar Raspberry Pis nutzen möchten, um Schiffe zu steuern. Das Ding heißt naheliegenderweise PyTurn. Also wird durch die Nikolaus-Koch-Stiftung gefördert und soll halt Schülerinnen und Schüler Informatik näher bringen. Die Idee ist halt spielend lernen. Mit der hatten wir heute Morgen schon im allerersten Vortrag, dass diese Geräte eine wahnsinnige Attraktion auf viele, viele Jugendliche auslösen. Und dass sie halt, das ist halt die Idee dahinter, und das hatten Sie auch erkannt, Herr Hübner, dass die mit den Computern, wenn es Hardware und LEDs leuchten oder sowas, einfach viel schöner ist, als nur Programme zu schreiben. Die Aufgabe, die wir den Schülern stellen, ist kompliziert genug, sodass man es wahrscheinlich nicht alleine löst und als Team dran gehen muss. Und in der Summe kann das halt ein ganz schönes Problem sein. Ein Wettbewerb, der dafür sorgt, dass irgendwelche Schiffchen an einem schönen sonnigen Tag mit blauem Himmel, weißem Segel, leichter Brise, Bratwürsten, kaltem Bier, also ich glaube schon besser auf, sonst wird es selber ein bisschen mulmig, dann ausgetragen wird. Das Schöne, warum wir, also eine Idee, warum wir die Segelschiffe genommen haben, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, aber es für die, die vielleicht jetzt zum ersten Mal da sind, Segelschiffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein relativ großes weißes Segel haben und da kann eine Firma ihr Logo draufkleben und das macht es für die Firma eventuell interessant, das Schiff zu sponsern. Schiff und Hardware und alles drum und dran, im Moment sind wir gerade dabei, einen Prototyp zu bauen, kostet ungefähr 500 bis 600 €. Und wenn diese Schiffchen dann funktionieren, dann sollen die auf dem Wasserband, das ist nicht weit weg von hier, so ein langgezogener Teich, sollen die dann Spätsommer 2014 ihre Regatta austragen. Ja?
Also das Regatta heißt dann Wasserband auf der einen Seite anfangen zu schwimmen, auf der anderen Seite aufzuhören, nach Möglichkeit nicht kollidieren, generell den Abstand zu irgendeiner Art Leuchtturm zu reduzieren. Es ist nicht unser Ziel, dass das möglichst schnell geht. Hauptsache, wir kommen voran. Ja? Also wenn der Abstand hinterher kleiner ist als vorher, dann würden wir das schon als Erfolg werten. Wir sind aber gar nicht die Ersten. Es gibt auch schon Weltmeisterschaften mit autonom gesteuerten Segelbooten. Die machen das sogar an der offenen Küste mit richtigen Wellen. Also da sind wir noch weit davon entfernt, aber wir fangen halt mal an, kleine Brötchen zu backen. Ja? Die Dinger sollen nicht sinken und so weiter und so fort. Gut, zwei Diplomarbeiter sind gerade dabei, das Ganze zu konstruieren, auch das Reglement festzulegen und zu gucken, wie man das Schiff überhaupt steuert. Und damit der eine oder andere vielleicht auch eventuell jetzt mehr Spaß entwickelt, zeigen wir ihm das Schiffchen jetzt, damit sie sehen, was wir mit Schiffchen meinen. Ja? Wir haben uns für einen Trimaran entschieden, weil der sehr stabil ist und nicht so leicht kentert. Das heißt, wenn wir irgendwas falsch steuern, werden wir nicht sofort bestraft. Wir haben aber schon gesagt bekommen, gerade die Trimarane sind aufgrund ihrer Trägheit wegen der drei Kiele schwierig zu lenken, aber das macht es ja für die Schüler nur schwieriger, von daher ist das in Ordnung. Im Moment ist er aufgebaut, es wird angefangen, die ganze Elektronik einzubauen. Demnächst wird er dann auf dem Wasser schwimmen, noch nicht auf dem Wasserband. Aber wer in der näheren Zukunft drüben auf dem Tümpel hinter dem H-Gebäude dieses komische Schiffchen sieht, der weiß, was da los ist. Ja? Es wird auch noch mit einem normalen Servo und Motor ausgestattet. Das heißt, wenn unser Pi irgendwie Mist baut, dann braucht man nicht in den See mit den Füßen, um das Schiffchen dann aus der Mitte wieder rauszuholen. Ich hätte es besser gefunden, ihr hättet das gemacht, aber naja, ist halt so. Ja, gut. Ich hatte schon angesprochen, es gibt so einen Virtual Reality Client, den haben zwei andere Studenten schon implementiert. Der setzt quasi die Physik des Segelns softwaretechnisch um, sodass die Schüler, die sich daran beteiligen, ihre Algorithmen erstmal so virtuell austesten können. Gleichzeitig ist da so ein Messenger integriert, sie sehen ihre Avatare und können miteinander reden, sodass die verschiedenen Teams, die sich im Verlaufe der nächsten Monate wahrscheinlich bilden, dann auch eine Plattform haben, um sich auszutauschen und auf diese Art und Weise das ganze Projekt nach vorne zu bekommen. Wir sagen das ja hier in dem Pint More, weil hier gibt es halt viele, die sich gerade mit diesen ganzen Hardware-Dingen näher auskennen und da ist halt die Hoffnung, wenn es dann diese Schülergruppen gibt, dass die Pint More Vereinigung quasi als Ganzes so eine Art Mentor-Funktionalität übernimmt und mit Rat und Tat zur Seite steht. Vielleicht schaffen wir aber auch den Ehrgeiz des einen oder anderen hier auch mal in Richtung Schiffe zu bewegen, ja, statt immer nur Uhrzeiten, GPS-Daten oder Ähnliches auszulocken, mal ein Schiff zu bewegen. Von daher wünsche ich mir natürlich auch ein Schiff, wo Pi and More draufsteht, in der Hoffnung, dass diese Gruppe da ist. Es gibt noch ein paar andere, also es sind schon Firmen, die das sponsern. Es sind eher zu viele als zu wenige, von daher ist das jetzt kein Problem. Und ich gehe auch hier nicht mit dem Klingeltopf rum, um dann noch Geld zu sammeln. Also da haben wir gar keine Probleme mit. Die ETH Zürich wird wahrscheinlich auch so ein Schiffchen stellen und das sind hochkarätige Forscher und es wäre schon klasse, wenn unsere Schüler die schlagen. Dann machen wir das vielleicht so wie Microsoft, wir offenbaren das ganze API und definieren so noch ein geheimes Regatta-Ziel, das wir den ETH-Leuten nicht verraten und dann so, ja, habt ihr nicht eingehalten, also habt ihr verloren und die andere Gruppe ist besser. Und Uni Luxemburg, ihr hadert zumindest damit, gell? Okay, also mal sehen. Gut. Erwähnen möchte ich noch, auch die Hochschule Trier findet das ganz witzig. Da gibt es den Professor Nick Rudolph, der ist auch selber passionierter Segler. Das ist dann schon gar nicht mehr so toll. Der hat gesagt, wenn sie diese Pi-Regatta für die Kinder machen mit den autonomen Raspberry Pis, dann nehme ich sie in Zukunft auch in die echten Segelboote mit und dann darf ich hier auf der Mosel Kielwasser trinken. Aber bis jetzt hat es geklappt. Also es hat in dem Sinne geklappt, dass ich gesagt habe, ich habe die Kamera mitgehabt und muss das erstmal fotografieren. Ich kann jetzt nicht mit aufs Boot, aber das wird nicht beliebig lang weitergehen. Mal sehen. Aber der hat jetzt für, ich glaube, knapp 20 Studenten ein Seminar im Sommer einberaumt, wo sie alle Facetten des Segelns, sowohl im segeltechnischen Sinne, was bedeutet Segeln, wie kreuzt man, was ist Wind und so weiter und so fort, also sehr segeltechnisch, aber auch, wie funktionieren Sensoren, wie bekommt man den Neigungswinkel und das ganze Zeug raus, was ist ein Verklickerer und weiß der Teufel, was da noch für Fachbegriffe auftauchen. Da gibt es also schon einen ganzen Stall voll Studenten, die sich darauf vorbereiten
Und ich vermute mal, aber ich werde das nochmal klären, in der näheren Zukunft wird es dann Vorträge an der Hochschule Trier geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Interessenten auch so hin dürfen, wenn sie mit der Hochschule so direkt nichts zu tun haben. Also das kann ich nur für alle diejenigen empfehlen, die über diese Schiffchen dann vielleicht jetzt nachdenken. Der Zeitplan, die Website ist so gut wie online. Im Moment können Sie zwar noch nicht darauf zugreifen, aber in den nächsten Tagen definitiv schon. Es ist schade, dass das Netz sich das vielleicht schon aufschreiben. pyturn.unitrier.de. Und dort werden wir dann ab sofort in regelmäßiger Folge darüber berichten, wie weit das Ganze geht. Die beiden haben schon angefangen, den Entstehungsprozess des Schiffs zu fotografieren und ein Tagebuch zu führen, wann sie sich welchen Finger geschnitten haben oder ähnliches. Das werden wir dann da drauf bringen, sodass jeder, der Spaß an dieser ganzen Sache hat, weiß, wo das Ganze lang geht. Demnächst kommt dann auch die offizielle Ausschreibung, dann werden wir Poster an die Schulen verschicken, sodass das Ganze losgeht. Und ab dann dürfen sich halt Schülergruppen melden. Die Idee ist, wenn sich innerhalb einer Schule eine Gruppe von Schülern meldet, die das Interesse bekundet, wir wollen das Ganze machen, dann sollen die quasi mit uns Kontakt aufnehmen, weil wir vermitteln dann einen Sponsor, der das entsprechende Schiff bezahlen würde. Ja, das ist so die Idee dahinter, sodass quasi alle was davon haben. Okay, jetzt habe ich Sie aber komplett beschäftigt. Jetzt werde ich komplett fertig. Gibt es noch irgendwas zu dem Python zu fragen? Ich sehe, ja, aber machen Sie es kurz, die Pizza kommt gerade. Also es sind nur Motoren, da ist ein Motor drin, falls, wie gesagt, der Peilnehmer weiß, was er machen soll, damit ich ihn mit einer normalen, bitte? Nee, ist kein Motor, also ihr müsst ihn zurücklenken. Ah, okay, da habe ich es falsch verstanden. Nee, also nur Motoren, um den Stand des Segels und des Ruders zu steuern. Alles andere, ja gut, also vielleicht machen wir so einen kleinen noch rein, außer die ETH, die darf keinen reinmachen. Nee, nee, das war Spaß. Also wirklich nur zwei Servos dafür. Noch eine Frage? Ja, genau. Die müssen da ein Programm drauf machen. Das Reglement, was jetzt genau die Ziele der Regatta ist, das wird noch definiert werden und steht dann auf der Ausschreibung drauf. Es könnte sein, dass es eine Ultraschallbarke ist, die am anderen Ende steht und wir müssen auf die Barke zufahren. Das heißt, Sie kriegen schon gesagt, auf welche Art und Weise Sie sich dem Ziel nähern. Aber dann müssen Sie im Pi mit den entsprechenden Sensoren, allem drumherum, Software, Steuersoftware bauen, damit er zumindest versucht, dieses Ziel zu erreichen. Ja, da muss er versuchen zu drehen, bis er ihn wieder erwischt hat oder sowas. Er darf natürlich einen GPS-Sensor drauf haben, sodass er. Bitte? Ja, das Wasserband ist schon so 300 Meter lang, also so ein bisschen Information kriegen Sie auch damit. Aber es ist geplant, das nicht über GPS zu machen, ja. Also Ultraschall, Infrarot oder was einem noch einfallen könnte, Radio. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht so das Ziel, jetzt auf Teufel komm raus, möglichst schnell dort anzukommen, sondern Hauptsache, Sie fahren nicht total chaotisch im Kreis. Es soll Spaß machen, ja? Das ist so das primäre Ziel. Okay, guten Appetit. Okay. Before the pizza session starts, a brief thank you to Peter. And we would like to ask our three external talkers to come up to stage. That's Viktor Petersen, Tobias Hübner, and also Nico Maas. Just a second. And already thank you to all for making this a success. And I hope you enjoyed it. But we'd like to thank specifically our three externals. So the committee has a little something for returning to Trier. All right.
So the pizza just arrived. There will be barbecue as well. That's right around the corner. Let's hope the weather is fine. And yeah, that was the official part. So hopefully see you at next Pi Jam. Check the Pi and More website for this. And enjoy the unofficial part. Okay, thanks. So there will probably be someone who can take you. Okay, well, that would do us. Where do you have to go? Yes, where the castle thing, the castle paintings. It's called Ports. Botanico? Yeah. Okay. So it's right, the hotel's right there. Well, then it's fine. I think there should be somebody. Awesome, yeah. Will you stay for barbecue? Yeah, sure. Okay.